Hallo, hier ist Christoph von tabtech.de und das ist unser Hands-on mit dem neuen Acer R14 Convert. Es ist quasi 360 Grad drehbares Gerät. Wir kennen es ja im Prinzip auch schon von den ganzen Yoga-Geräten. Es gibt ja mittlerweile fast alle Hersteller, die so ein Konzept haben. Das heißt, man kann hier einfach das Gerät ganz nach hinten drehen und im Endeffekt bekommt man dann ein 14 Zoll großes Tablet. Das ist natürlich vom Gewicht her relativ schwer hier, da es kein besonders dünnes Gerät ist. Es ist zwar relativ dünnes Gehäuse hier, allerdings es ist kein High-End-Gerät. Das kommt in verschiedenen Versionen ab Intel Pentium Prozessor mit Intel Core i3, Core i5, Core i7, bis zu 1 TB Arbeitsspeicher, bis zu 12 GB RAM. Natürlich auch verschiedene Displays. Wir haben hier ein Display mit 1366x768, kommt auch mit einem Full-HD-Display, je nachdem. Was für eine Ausstattung man kaufen will. Preis startet ab 499 Euro. Generell hier das Display sieht schon mal relativ gut aus, kommt auch hier mit dieser Zero Air Gap Technologie, dass hier kein Abstand zwischen dem Display und dem Displayglas ist. Wir haben auch eine schöne große Tastatur sowie auch hier ein Trackpad und natürlich auch die wichtigsten Anschlüsse auf der Seite, wie zum Beispiel hier den SD-Slot, zwei USB-Anschlüsse, ein Standby-Button und auch der Ladeanschluss. Und auch auf der rechten Seite bzw. linken Seite haben wir dann hier einen Ethernet-Port. Ganz wichtig hier auch für den einen oder anderen. Dann auch noch einen HDMI-Anschluss und ein weiterer USB-Port. Also von den Anschlüssen kann man hier nichts sagen. Und das ab einem relativ günstigen Preis von 499 Euro für das neue Acer Aspire R14 Convert.